Ich fahre jetzt erstmal bis Nordhausen. Und in Nordhausen gucke ich mal, wie spät es ist, wie viel Kraft ich noch habe, wie viel Lust vor allen Dingen. Weil es kann ja sein, dass es jetzt zwischendurch noch 20 Mal regnet und ich schon durchgenässt bin. Ich kann es nicht sagen. Und dann entscheide ich, ob ich aufs Denkmal fahre oder nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden, ne? Nicht wundern, ich bin trotzdem gut gelaunt, aber ich bin gerade ein bisschen verkopft, sag ich mal. Weil ich mir unsicher bin, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. So an sich jetzt geht es wahrscheinlich erstmal nur leicht bergauf, ansonsten größtenteils bergab. Also wird es wahrscheinlich eine relativ energiesparende Fahrt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr agiert, gehandelt hättet oder habt in solchen Situationen, dass man sich einfach mal erfahrungsmäßig austauschen kann. Um zu gucken, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Ah, jetzt wird regnen. Diese Regen. Hi. Seht ihr mich wieder? Ich lege erstmal auf. Also auflegen ist er nicht. Ich mache einfach mal Filmchen Ende und fahre erstmal, ne? Bis dann.